Dreckige Daniel alias Daniel the Dirty spielt wieder eine Runde Gianna Sisters Twisted Dreams. Ich bin ja angekommen nach Festung Drachenschreck und habe jetzt hier auch Google Wookies Hülle schon freigeschaltet. Ich habe das Level auch schon beendet. Ich habe den Bossgegner besiegt. Aber leider ist mir irgendwie, habe ich vergessen, die Audiospur ist mir irgendwie abgekackt. Ich habe nur Ton drauf gehabt, deswegen werde ich jetzt das Level nochmal schnell für euch in einem Speedrun durchmachen. Bin mal gespannt, wie schnell ich es diesmal schaffe. Und ich habe auch gesehen, dass ich nur einen Mega-Diamanten hatte. Also ich bin insgesamt in dem Level, ich weiß nicht wie oft jetzt schon gestorben, das ist jetzt mein Futterlauf. Und ihr seid jetzt mal live dabei mit mir, dem schmutzigen Daniel. Und es geht schon los. Das Level fängt eigentlich ziemlich leicht an. Hier muss man nur ein bisschen aufpassen. Die auf die Zermalma. Okay. Jetzt muss ich hier warten, bis der Stampfer runter ist. Jetzt kommt eine ein bisschen doofe Stelle. Hier müsst ihr auch ein bisschen warten. Weil der Dinger. Und er macht mich platt. Natürlich, war ja klar, dass er mich platt macht. War klar, dass er mich plattwalzt hier. Na ja, und sterben. Ja, manchmal sogar am Anfang hier schon eine Kackstelle. Denn hier kann man leicht verkacken. Wenn man das Viech nicht, wenn man das Timing nicht hat, kann man hier leicht verkacken und das ist hier auch so eine Kackstelle. Boah, ich hab's irgendwie geschafft, hey, mit Dusel, egal. Also hier rechts ist nichts, das weiß ich, aber ich zeig's euch trotzdem. Doch, da ist was. Hier müsst ihr dashen. Hier kommt ihr dann in den Raum. Oh, und ich sterb. Jawohl, jawohl. Gut, Checkpoint habe ich wenigstens, hey. Ah, das war jetzt blöd, aber egal. Komm, dash. Dash. Nochmal. Mal die Suppe. So, und jetzt kick mich. Oh, und ich sterb schon wieder. Eule. Mann, ich muss auf Kanonenkugelmodi bleiben. Sterbe ich schon hier zum zweiten Mal, ey. Boah, das Level durchgerusht, ey. Hier echt einen Speedrush gemacht. Speedrun gemacht, ey. Boah, das Viech, ey. Jetzt kick mich. Und jetzt kick mich. Kick mich. Jetzt habe ich alle Diamanten. Gut, das war's. Mehr gibt's nicht. Und wir können wieder zurück. Oder ich laufe wieder zurück, besser gesagt. Und jetzt muss ich hier warten, bis der Scheißdinger sein Feuer gespuckt hat. Dann mache ich jetzt müsste ich hier runter. Jetzt müsste ich hier ein bisschen rumtänzeln und aufpassen, dass er nicht in die Stacheln fällt. Ist eigentlich alles ganz easy. Jetzt müsst ihr hier hoch, zack, zwirlen, zwirlen. Jetzt müsst ihr Kanonenkugelmodi nehmen und wechseln. Aufpassen, dass ihr nicht sterben tut. Hier müsst ihr auch ziemlich schnell sein, dass ihr da reinkommt. Sonst bleibt ihr hängen und es geht weiter. Und noch einmal die Suppe. Weil es so schön war. Das Ganze noch einmal und noch einmal im Schnelldurchgang. Und jetzt habt ihr hier den zweiten Checkpoint. Da unten ist ein Mega-Diamant. Die Pfeile sind egal, ihr könnt hier beide Charaktere nehmen, das spielt keine Rolle. Wen ihr zuerst nehmt. Ich habe irgendwie einen Mega-Diamanten verpeilt, aber ich lasse mich hier mal runtersliden. Hier kommt ja später doch ein Teleporter rein. Ja, brauchst nicht rumtanzen. Nein, jetzt nimmt dieses Drecksviech mich mit, ey. Glaub's ja gar nicht, hey. Mann, wie fällig bin ich denn jetzt hier, hey? Hallo, ich hab gedasht! Alter! Ich dash und das Viech nimmt mich mit, ey! Glaub's ja gar nicht. So, mach die Platzstrafe, ey. So, und jetzt. Da waren wir ja gerade, gell, ja. Okay, jetzt kommen wir runter. Die Eule könnt ihr mitnehmen, wenn ihr wollt. Die könnt ihr auch mitnehmen. Müsst ihr aber nicht, da ist der nächste Checkpoint. So, und jetzt könnt ihr links oder rechts entlang, da ist der erste Schlüssel. Ihr braucht wieder 5 Schlüssel zum Freischalten. Ihr seht ja, rechts unten eingeblendet. Hier an der Stelle. Jetzt gehen wir erstmal hoch. Jetzt gehen wir erstmal alle Diamanten hier sammeln. So, sammeln wir hier die Diamanten ein.
Zack, 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 zack. Und jetzt geht's hoch. Nehmen wir den Diamanten natürlich auch noch mit. Und jetzt geht's hier rein. Also hier, das Zeug kriegt jetzt noch nicht auf. Ihr müsst erstmal in den Teleporter rein. Der beamt euch jetzt natürlich ganz woanders hin. Das ist eigentlich relativ einfach. Gut, wenn man es weiß, wie es geht, ist es relativ einfach. Ihr müsst einfach twirlen. Ansonsten müsst ihr jetzt halt hier auch wieder aufpassen. Zack, schnell sein. Geht ein bisschen hier, jetzt geht das Tor runter und wenn es wieder hoch geht, dann müsst ihr springen und wieder durch. Jetzt lasst mich rein! So, Checkpoint. Diesmal ohne Gefälle hier. Jetzt hier einmal twirlen. Kurz twirlen, wieder twirlen und springen. Ja, lala, jetzt wird so stick, das kann ich euch versprechen. Hier werde ich bestimmt einmal abkacken. An der Stelle. Ja, das war mir so klar. Jedes Mal entweder das Geist, entweder der Geist oder ich verrecke in der Säule. Das ist eine Kackstelle hier. Ab und zu mal kann man hier sterben. Manchmal. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt gerade. Denn der Aufzug fährt runter. Und in der Zeit müsst ihr jetzt sozusagen. Nein! Ihr müsst dann. Ah! Einmal wechseln! Alter! Warum schaffe ich die Kackstelle jetzt nicht, hey? So schwer ist es nicht, hey. Alter. Komm! Auf geht's! Und twirlen und jetzt wechseln. Auf Kanonenkugelmuddy. Und jetzt twirlen. Jetzt müsst ihr wechseln. Ihr seht ja jetzt schon hier, was euch erwartet. Jetzt könnt ihr auch Blondie wieder nehmen hier. Jetzt müsst ihr halt Kanonenkugelmuddy nehmen. Jetzt müsst ihr rüber aufs andere Zahnrad springen. Jetzt wird's lustig. Jetzt müsst ihr da reinspringen. Das ist auch immer so ein Zacken, ey. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ah, gefällt. Nicht erwischt. Das ist echt ein Zacken, hey. Jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt müsst ihr durch. Jetzt müsst ihr warten, bis die Öffnung wieder hochkommt. Und dann müsst ihr durch. Durchtwirlen. Ah, so geht's auch. So kann man es natürlich auch machen. So, und jetzt geht's hier hoch. Geht's hier hoch. Geht's hier hoch. Jetzt müsst ihr Kanonenkugelmuddy nehmen. Einmal hochdashen. Ups. Nein, nein, jetzt nimmt mich der blöde Geist mit und jetzt darf ich die ganze Suppe nochmal machen. Weil es so schön war, die ganze Scheiße von vorne. Darum wäre der Checkpoint gewesen. Oh yeah. Ja, so lustig ist das Spiel. Hier, in dem Level. Jetzt nimmt mich das blöde Geist. Jetzt nimmt mich. Alter, warum verrecke ich jetzt hier so oft, ey? Darf doch nicht wahr sein. Sollte eigentlich ein Speedrun werden. Eigentlich wollte ich das in 15 Minuten schaffen, ey. Ja, aber da wird wohl nichts draus. Ja, so nett, so wird es kein Speedrun. Nein. Nein, so stirbt man nur. Alter, komm. Gleich rüber. Zack. Zack. 12. Jetzt hat. Oh, jetzt erwischt mich das blöde Geist, hey, an der Kante, echt. Alter, warum schaffe ich das jetzt nicht? Das kann doch nicht wahr sein, hey. Ja, nimm mich mit, Mann! Oh, das darf doch nicht wahr sein, hey. Also ich würde das hier fast alles nur mit Blondie machen. Ein paar Sachen müsst ihr wechseln. Hier wie zum Beispiel, dann müsst ihr einmal wechseln. Machen wir das Ganze halt so. Nein, das geht auch nicht. Habe ich gedacht, dass es funktioniert, aber ich habe es jetzt mal probiert. Hat leider nicht geklappt. Schade drum. Weiter geht's. Im Fällen hier.
In der scheiß Kackstalle. Jetzt habe ich es geschafft. Muss ich Kanonenkugelmodi nehmen. Und jetzt gehen wir rüber. Dashen wir uns hinüber. Springe ich einmal so. Dann springe ich rüber. Nein, nein, das geht schief. Da warten wir lieber einmal. Da warten wir einmal, egal. Warten wir einmal, bis das Loch kommt. Nein, schon wieder. Ach, komm jetzt. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt. Nein. Ah. Alter, der Scheiß, der Scheißgeist, das würde mich jetzt verarschen. Blöde Geist, hey, jetzt lass mich rein, hey. Boah, Alter. Bin ich dumm? Kriegt das jetzt nicht gebacken, da rein zu jumpen oder was? So, jetzt bin ich drin. Muss ich hier raus. Alter. Das wird jetzt eng. Alter. Alter. Komm, runter. Nein, Mann! Wieso? Was mache ich eigentlich für einen Scheiß, ey? Das ist doch nicht zu glauben, ey. Das kacke ich jetzt hier so ab, ey. Gibt's gar nicht. Normalerweise schaffe ich das immer. Ohne Probleme, ey. Wechseln. Jetzt warten, bis der scheiß Rad kommt, bis die scheiß Öffnung kommt. Und drin bin ich. Warten mal, bis die Öffnung wieder zugeht. Jetzt hoch. Nochmal hoch. Jetzt auf die Olle aufpassen, ey. Nehmen wir den Schlüssel jetzt endlich hier mal. Da kommt noch ein Geist, da müsst ihr auch aufpassen. Und geschafft. Wow. Den zweiten Schlüssel einmal. Da ist kein Diamant. Da ist jetzt einer erschienen, komischerweise. Den habe ich aber da allerdings schon, ja. So, jetzt springen wir mal wieder rüber hier. So, geht's runter hier. So, jetzt gehen wir gleich ins nächste, in den nächsten Terror, in die nächste Terror-Sektion. Hey. Der nächste Terror, der uns erwartet, kommt gleich hier. Kommt die gleiche Suppe nämlich nochmal. Müsst ihr auch wieder in den Teleporter rein, ist auch egal mit wem. Fliegende Kürbisse! Es leben die fliegenden Kürbisse! Kriegt einen Schild. Müsst ihr mal warten. Dann müsst ihr dem Kürbis hinterher. Müssen wir wieder eine Pause machen. Und macht uns die Kugel platt. Jetzt müsst ihr wechseln. Und seid ihr auch tot. Bin ja auch schon ein paar Mal verreckt. Und jetzt hier twirlen. Da ist kein Diamant. Nein. Okay. Hier müsst ihr jetzt auch wieder twirlen. Da unten ist nämlich giftiges Wasser. Da müsst ihr über alle Eulen drüber twirlen. Müsst nicht über alle, aber über die meisten nämlich. So, und jetzt geht's hier runter. Meine nächste Haschstelle. Was heißt Haschstelle? Es ist nicht so schwer. Ich habe nur Leichtsinnsfehler gemacht, wo ich da das erste Mal war.
kommt so eine Scheiße. Jetzt wird's lustig. Jetzt müsste ich hier einen Fahrstuhl aktivieren, damit sich die Scheiße senkt. Hier haben wir einen Checkpoint. Jetzt muss ich hier erstmal rüberjumpen. Jetzt kommen Feuerwände. Müssten eigentlich Feuerwände kommen, ja, kommen sie auch. Und jetzt müsst ihr immer so weit wie möglich so viel Schwung mitnehmen, so viel ihr könnt. Oder so hochspringen, so weit ihr könnt, weil die anderen Sachen, die ziehen euch mit runter. Ihr müsst hier sehr viel Abstand geben von dem Wasser da unten. Denn das andere Zeug, die ganzen Sachen hier, die ziehen euch so mit runter. Der Weg ist eigentlich egal, es geht rechts oder links, es ist wirklich, es gibt hier keine Diamanten, da drüben gibt es genauso wenig. Es ist nur der gleiche Weg. Ob jetzt links oder rechts geht, ist hier auch egal. Hier jetzt, an der Stelle. Also ich gehe meistens links, weil es mir links ein bisschen einfacher ist. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht gestochen werdet, dass ihr da nicht verreckt. Auch so eine Kackstelle, wo man gerne mal sterben kann. Und dann twirlen, dann lassen wir uns wieder runterziehen sozusagen. Müsst ihr machen. Jetzt hier twirlen, dass wir mal wieder ein bisschen Luft gewinnen. Hier werden wir wieder natürlich runtergezogen, ist ganz klar. Und jetzt hier an der Wand entlang twirlen. Gut, dass da oben keine Stachelfallen sind, hey. Sonst wäre es ja richtig fies, hey. Also ich warte jetzt hier einfach noch ein bisschen, damit sich das Wasser auch schön senken tut. Und twirl immer im letzten Augenblick, sozusagen am höchsten Punkt. Damit es einfach ein bisschen Twilly-Twilly spielen. Mach die Pirouette. Dankeschön. Schönen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Und jetzt müsst ihr daschen. Nur daschen. Also links kommt ihr, da hoch kommt ihr auch nicht. Das habe ich auch schon probiert. Da bin ich... Da gibt es auch nichts irgendwie. Hier könnt ihr dann weiter dashen. Hier müsst ihr weiter dashen. Ihr müsst euch hier runter dashen. Jetzt hier durch dashen. Ja, yeah, und jetzt geht's weiter. Im Level, sozusagen. Jetzt kommt hier ein Kotzfrosch, der gerne mal einen auf Abkotzen spielen will. Gibt's ein paar Diamanten zum Holen. Mehr nett. Und jetzt geht's weiter, ja. Ich twirl jetzt hier hoch, hol mir den Schlüssel und dann nehme ich den Teleporter. Und dann hole ich mir die Diamanten von da oben. Ups, jetzt habe ich gedasht. So, hol mir die Diamanten. Nehme ich den Checkpoint natürlich mit, ist klar. So, jetzt habe ich meinen nächsten Schlüssel. So, jetzt haben wir eine Seite geschafft, glaube ich. Ja, jetzt geht's auf die andere Seite, genau. Ja, ihr seht, ja, drei Schlüssel haben wir schon. Aber das war noch längst nicht alles. Jetzt kommt wieder ein kleiner Spaß vom Spiel hier. Könnt ihr hoch. Zack. Zack. Können die Diamanten sammeln. Können Diamanten sammeln hier. Zack. Lalalalalalalala. Klick, 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 klick. Ding, 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 ding. Juhu. Und hoch geht's. Also die Eule verstehe ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie bringen soll. Yo, Baby. Beam me up. So, nächster Teleporter. Jetzt kommt was ganz ziemlich Übles. Werdet ihr gleich sehen, warum. Hier, jetzt müsst ihr, das müsst ihr nämlich jetzt timen. Sozusagen. Ups. Ah. Hä? Okay. Hä? Bin jetzt blöd. Nee, das war doch von der Stelle. Kommt. Macht, geht kaputt. So, ich mach's von der Stelle, weil es einfacher ist. Hier müsst ihr hier ungefähr müsst ihr sein, ja. Ja, ich hab's jetzt gezählt. Hier so zack, müsst es gehen. Dann müsst ihr hier hoch. Müsst ihr hier rein. Jetzt müsst ihr wechseln. Ups, das war jetzt falsch. Ah, zu früh. Ah, mach auf! So, jetzt müsst ihr wechseln, sonst seid ihr tot. Habe ich nochmal Glück gehabt, habe ich gerade nochmal gelackt hier. So, hoch. Ja, und jetzt hier. Hier, ah.
müsst ihr wieder wechseln. Und dashen und hochdashen und dann seid ihr durch. Links gibt es nichts mehr, es gibt hier nur den Schlüssel. Seht ihr ja. Hier gibt es auch nichts, hier ist keine Wand. So, jetzt nehmen wir hier den Teleporter. Hier gibt es nichts mehr zu holen, nur den Schlüssel, den haben wir jetzt auch geholt. So, jetzt können wir wieder runter. Nächsten Schlüssel holen. Geht's hier runter. Das erste Mal habe ich gedacht, wieso komme ich nicht weiter, was ist los? Dann habe ich gesehen, dass es 4 Wege gibt. Die muss man alle 4 muss man nehmen. Ja, jetzt muss ich erstmal, wieder in den Teleporter rein. Jetzt kommt auch wieder so eine Lieblingskackstelle, wo ich auch einmal sterben werde. Das geht aber nicht anders, wenn ihr einen Diamanten haben wollt. So, und der beamt euch jetzt hier hoch. Und hier gibt es auch noch ein paar Diamanten zum Krallen. Juhu. Jetzt könnt ihr runter, das war's eigentlich schon. Könnt ihr auch, wie gesagt, mit dem Fahrstuhl fahren, wenn ihr Bock habt. Und seid, landet ihr hier, landet ihr, unten ist der Tod. Das habe ich schon ausprobiert. Yo, geiler Hintergrund hier, der Typ. Einmal so, und jetzt Maul offen. Ha, geil. Und jetzt, jetzt geht's bergab. Jetzt geht's mal richtig bergab, Leute. So, Schlüssel mitnehmen, Diamanten sammeln. Jetzt könnt ihr, hier könnt ihr euch austoben an den Eulen. Ihr könnt ihr mal eure Aggression freien Lauf lassen. Wenn ihr aggressiv drauf seid, einfach ein paar Eulen mitnehmen. So, jetzt gehen wir ein Level tiefer. Ich zermatsch die gerne hier alles. So, und mach ich Mus aus denen, ey. Mach Plattfuße. Plattfuße in Afrika. Und so. Ja. Diamanten sammeln. Und rüber. Und komplett rüber. Ja, und Eulen. Schön die Eulen kicken. Jetzt kommen wir ein Level tiefer. Gehen wir noch ein Level tiefer. Das ist jetzt hier etwas ätzend. Aber es geht. So, Schlüssel geholt. Und hoch bitte. Dankeschön. Den nächsten Schlüssel. So, ich glaube, wir können ein Level tiefer. Oder? Ja, wir können ein Level tiefer. Gut. Gehen wir ein Level tiefer. So, ich gehe erstmal nach links. Ganz nach links. Denn da seht ihr ja schon. Wieder Diamanten sammeln. Lalalala. Schöne Diamanten sammeln. Schön geil. Geil auf Diamanten sein. Yo. Machen wir die Eulen kaputt. Hier, zack. Bam. Hier, denen geben wir auch nochmal eine Mitte. Die spawnen an der Zeit wieder, deswegen müsst ihr ja ziemlich fix sein. Fix sein, jetzt nehme ich hier den Checkpoint mit. So, Eule kaputt machen hier. Hier, da könnt ihr euch richtig austoben jetzt. Hier könnt ihr euren wutfreien Lauf lassen, ey. Und Eulen dashen. Und kaputt machen, so viel ihr wollt. Da ist nämlich der nächste Schlüssel. So, Schlüssel mitgenommen, Diamant eingesammelt und Eulen kicken. Eule kicken, kickt die Eule, lalalala, kickt sie, dasht sie um. Hey Eule, was geht? Eule, Eule, lalalala, lala, okay, ich geh runter, ich muss eh runter. Ich geh runter, hier, zack, Eule dashen, kaputt machen, hier rüber. Oh, da ist eine Eule. Den mache ich gleich mal kaputt hier. Die wieder spawnen tut. Scheiße. Mal die auch noch kaputt. Da ist nämlich die Kiste. Deswegen braucht ihr alle Schlüssel. Verzeihung. Nicht genau rausschneiden. Oder ich lasse einfach drin. Ist egal. Hier gibt's Diamanten. Lalala. Und jetzt holen wir uns den Fahrstuhl. So, nehme ich gleich wieder mit hoch. Komm. Kein Bock zu warten hier. Keine Zeit, keine Zeit. Muss schnell gehen, schnell, schnell, schnell. Und runter. Dankeschön. Zack. Ups, jetzt habe ich mein Schild verloren. Oh, bin ich schlecht. Hier Schild verlieren. Oh, schlecht. Ja, kaputt, Mann. Und das war's hier. Mehr gibt's hier nicht zu tun. So, jetzt haben wir alle Schlüssel. Hoch. Hoch mit dir, Fahrstuhl.
Jetzt müsst ihr nämlich nach rechts. Damit das alles freigeschaltet wird. Alles sauber, alles richtig machen, ja. Jojo, es geht aber noch weiter. Ah, falscher Gang. Falscher Gang, falscher Gang. Noch eins weiter. Jetzt geht die Kiste auf. Juhu, Kiste. Sesam, öffne dich. Und ich sterbe. Oh lalala, bin ich schlecht, ey. Mann, 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 Mann. Macht man normalerweise ohne Fehler, ey. Alter. Woche habe ich hier das geht durchgemacht, ey. In einem Rush, ey. Bin ich hier durchgerusht, ey. Echt durch das Level, ey. Ja, hoch. Muss ich hier springen? Ja, ist gut. Bin ich halt direkt, egal. Komm. Nein, den Schlüssel habe ich schon. Sollte ich schon haben. Ja, die Kiste schon offen. Ich kann runter. Also, geh mal runter. Links und rechts da oben kommt ihr nicht rein. Die Wände seht ihr, ist alles zugemauert. Aber geile Grafik hier. Schöner Hintergrund. So, nehmen wir hier den Checkpoint mit, denn jetzt wird's lustig. Wieder lustig. Müsst ihr bücken. Und nicht zu früh raus. Wenn ihr zu früh springt. Wenn ihr zu früh nach oben drückt, dann seid ihr tot. So, ich mach das mal extra langsam jetzt hier. So, machen wir ein bisschen cool hier. Dann warten wir noch einmal. So, warten wir noch die Runde ab. Und jetzt doch. So, das war's. Mehr gibt's hier nicht zu holen. Jetzt den Teleporter nehmen. Und den Diamanten sammeln. Dann habt ihr den Checkpoint hier jetzt auch aktiviert. Aber irgendwo den Diamanten, den. Da kommen wir jetzt gleich rein. Mann, ich glaub, wieso gehe ich eigentlich hoch? Ich muss da rein. Das hier mach auf. So, jetzt geht's nämlich bergab. Jetzt hier erstmal runter, runter, runter. Schön. Blub, 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 blub. Machen. Diamanten sammeln. Checkpoint. Gibt's hier. Werdet ihr brauchen. Oh, ich habe kein Schild. Naja, ich muss auch ohne Schild gehen. Hab das auch ohne Schild schon geschafft. Jetzt geht's ziemlich weit runter. Oben war nichts in der Ecke, das habe ich schon geguckt. Ist da oben vielleicht noch irgendwas? Nein, ist es nicht. Ist nichts, da oben geht's nicht weiter. Jetzt müsste ich hier ziemlich knapp an der Dings vorbei. An der Stachelfalle und hier auch. Das geht nicht anders. Das muss leider sein, aber es wird noch viel, viel besser. Das verspreche ich euch. Jetzt kommt ein Abschnitt. Nämlich jetzt gibt es hier unten ein Leben. Ein Schild wieder. Das holen wir uns natürlich. Dann machen wir auch das Tor auf. Kleiner Geheimgang. Lalalalala. Wo kommen wir raus? Zu dem Checkpoint. Nehmen wir den Checkpoint natürlich mit. Nehmen wir den Teleporter. Das könnt ihr euch ja denken, wo wir seid. Ja, genau. Wir sind jetzt hier beim Mega-Diamanten. Beim Power-Diamanten. Habe ich jetzt auch eingesammelt. So, und die Diamanten habe ich auch eingesammelt. Komm, jetzt könnt ihr die ganze Suppe wieder zurück. Gibt's halt eine extra lange Folge, egal.